Was passiert, wenn man das MCU mit Nintendo kombiniert? Genau, es entsteht das. Denn Super Smash Bros. Brawl hatte die beste Story von jedem Smash Bros. Teil, den es gibt. Und das werden wir uns jetzt ansehen. Mann, das war krass. Die Geschichte beginnt in einer Welt der Trophäen, wo Kirby und Mario sich einen fairen Kampf liefern. Das coole Gimmick hierbei ist, dass man im Story-Modus auswählen kann, welchen Charakter man spielen möchte. Und diese Wahl kann im Verlauf des Spiels sehr wichtig werden. Nach dem Kampf scheint alles sehr friedlich, doch plötzlich taucht das Schiff Albert auf und wirft böse Schergen ab. Die beiden Prinzessinnen kommen zu Hilfe und dann wird der Antagonist gezeigt. Der uralte Minister. Er zündet eine Subraumbombe und schafft es, während Mutant Piranha random spawnt, beiden Prinzessinnen gefangen zu nehmen. Kirby muss sie dann befreien. Die Bombe geht trotzdem hoch, aber Kirby kann sich irgendwie retten. Weil er der Lieblingscharakter von Sakura ist. Ab hier beginnt die Mission auf der Weltkarte, wo es kleine Minigeschichten zu verschiedenen Charakteren gibt. Mario, der abgeschossen wurde, trifft Pit, währenddessen verliert Diddy Kong Donkey Kong, weil Bowser ihn in einen Trophäe verwandelt hat. Lukas, der alleine ist, rennt weg, weil er Angst hat, gegen Wario zu kämpfen. Lukas trifft dann auch auf den Pokémon-Trainer, der seine Pokémon sucht. Samus sucht ihren Powersuit und entdeckt Pikachu. In die Wälder fehlt Link das Master Sword und trifft zufällig auf Yoshi. An einem Punkt der Geschichte sind Meta Knight und Marth zusammen und besiegen jeden, der ihnen im Weg steht. Meta Knight will offensichtlich sein Schiff zurück. Sie finden zufällig den uralten Minister, der für die Bomben und den Zugraum verantwortlich ist und verfolgen ihn. Und Ike bekommt einen richtig krassen Auftritt einfach. Ike schafft es einfach, eine Bombe zu zerstören und sie kommen dem Schiff immer näher. Wie ihr hier seht, gibt es viele Charakterinteraktionen, wie zum Beispiel Mario gegen Link, weil Mario dachte, Link hätte die Prinzessin entführt. Luigi taucht irgendwo random einfach auf und Snake, der einfach nur badass ist, war schon auf dem Schiff drauf und bereit zu kämpfen. Die Story war schon ein purer Fanservice. Aber nach mehr hat man damals auch nicht gefragt. Nachdem man die Mission und das grauenhafte Labyrinth am Ende geschafft hat, kommt man zum Endboss und Drahtzieher. Tabu. Und bevor der Kampf gegen Tabu anfängt, bekommt eine Person noch einen richtig krassen Auftritt. Am Ende taucht einfach Sonic auf. Der Endboss mit Tabu war schon sehr krass designt, mit vielen einzigartigen Angriffen und einer vermaledeiten One-Hit-K.O.-Attacke. Ich hab sie als Kind gehasst. Nach dem Sieg kehren alle Dimensionen zurück und zum Ende hin stehen alle für die Credits am legendären Abgrund, wo die Main-Team spielt. Das war die Story in so groben Zügen. Das Gameplay im Story-Modus war ziemlich einzigartig und nicht vergleichbar mit Melee oder anderen Smash Bros. Teilen. Das Spiel war einfach ein halber Plattformer und Beat'em Up. Es gab nicht nur Kämpfe, sondern auch verschiedene Level-Designs sowie richtige Bosse, die extrem krass waren und ein eigenes Video verdienen und Mini-Rätsel. Man konnte Trophäen und andere Sachen einsammeln und Zusammenhang hinzufügen und es gab komplett neue Gegner, die nur für diesen Modus entwickelt worden sind. Das Schwache am Modus war halt aber leider das Plattforming an sich. An vielen Stellen wirkte es sehr eintönig und unnatürlich und es wiederholte sich auch sehr viel. Aber man muss auch dazu sagen, es war eine Herausforderung, ein gutes Plattforming für ein Beat'em'up mit vielen verschiedenen Charakteren zu entwickeln. Jedoch trotz dieser wiederholten Passagen, wie ich erwähnt habe, war jedes Level besser als die komplette Story von Ultimate. Denn ja, Ultimate war halt... Und das war wieder mal das Traurige. Smash Bros. Ultimate hätte das krasseste Smash Bros. Sein, hätten die Story nur ein bisschen ähnlich wie Brawl gemacht. Also mit Leveln und so, nicht nur Kämpfen. Leider ist es halt nicht passiert. Man muss aber auch erwähnen, dass die Charaktere untereinander nicht einmal miteinander gesprochen haben. Die ganze Story ging nur mit Gestik und Mimik. Und das ist krass. Nintendo hat es geschafft, die Charaktere richtig deutlich darzustellen, eigenen Charakteristika. Und das war krass. Jeder Spieler hat einfach verstanden, was der eine vom anderen gehalten hat. Das ist ein Character-Writing auf einem anderen Niveau. Meine Damen und Herren, das war's mit dem heutigen Video. Ich wollte euch nur einen Überblick über den Story-Modus von Smash Bros. Brawl geben, warum das mein Lieblingsstory von Smash ist und warum ich den Story-Modus besser finde als alle anderen Story-Teile, weil es einfach was Uniques ist. Ein eigenes Multiversum, wo man Charakterinteraktionen zwischen den Charakteren sieht, was man leider in Smash Bros. Ultimate sehr vermisst hat. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Checkt meine anderen Game-Reviews ab oder generell Meinung zu anderen Videospielen. Ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video. Passt auf euch auf, haut rein und ciao.